in Arbeitslager. Und sie bekamen doch, was sie wollten. Sie haben zwar meinen Großvater nicht verhaftet, aber mich. Ich hatte gerade das Abitur bestanden. Endlich. Gratulation, sagte der Rektor. Jetzt wird erstmal gearbeitet. Für Volk und Vaterland. Jede Hand wird gebraucht. Das Zeugnis gibt es später, wenn der Krieg vorbei ist. Eigentlich wollten wir lachen und tanzen und glücklich sein. Davon darf man doch träumen, wenn man 17 Jahre alt ist. Ich wollte mich hineinfallen lassen ins Leben wie in einen sonnigen See. Leben wollte ich, aber das ging nicht. Wir alle durften das nicht. Arbeiten sollten wir an irgendeiner Stelle im großen Räderwerk des Krieges mitwirken. Obwohl viele von uns schon ahnten, dass der Krieg verloren war. Denn immer häufiger kamen die schwarz umrandeten Traueranzeigen. Gefallen für Volk und Vaterland. 18 Jahre alt. Ach, der auch. Ein Held. Stolz sollte man auf ihn sein. Stolz sollte man sein, wenn man sein Leben opfern konnte. Du bist nichts. Dein Volk ist alles, sagte man damals. Also zeig keine Trauer. Nicht vor den anderen. Nicht auf der Straße. So viele Lügen. Meine Klassenkameraden wurden zum Arbeitsdienst rund um Leipzig eingezogen. Bei mir war das anders. Ich wurde im Oktober 1944 verhaftet. Es war wie bei meinem Großvater. Ein Auto fuhr, zwei Männer in grauen Mänteln stiegen aus. In Gleichschritt kamen sie auf unser Haus zu, Gleichschritt in den zweiten Stock, fingerlang auf der Klinge. Ihre Tochter muss mitkommen. Sie sind es gewohnt, dass man ihnen gibt, was sie wollen. Ich darf noch ein Köfferchen packen, wenn ich will, aber viel Zeit bleibt mir nicht. Sind es Minuten oder Stunden? Die Zeit hält den Atem an. Was soll ich mitnehmen? Warme Sachen, der Winter kommt jetzt. Und ich bin nicht besonders gesund. Meine Mutter flattert um mich her. Großvater soll kommen, er steckt mir schnell noch eine goldene Brosche zu. Dann werde ich abgeholt und ich muss gehen. Meine Mutter weint bitterlich. Du kommst nie wieder nach Hause. Sie will mich nicht aus ihren Armen lassen. Ach Mutter, in einem halben Jahr bin ich zurück. Dann geht's rund, dann werde ich studieren und du wirst deine Freude an mir haben. Aber sie hört nicht auf zu weinen. Du kommst nie wieder nach Hause. Und sie hatte recht. Nach Leipzig kam ich nicht mehr. Ich wurde abtransportiert auf einem Laster. Ich wusste nicht, wohin sie mich bringen würden. Ich war erstarrt, im Gehorsam. Nur jetzt die Gefühle nicht spüren. Nein, dachte ich, nein. Sie würden keine Tränen von mir zu sehen bekommen. Ich habe geschwiegen. Ich kam in den Osten, in ein Arbeitslager. Baracken, eng an eng. Ringsherum Stacheldraht, Wachtürme. Mit hunderten anderer Frauen musste ich Waffen herstellen. In einer Munitionsfabrik war ich gelandet. Ich war zusammen mit Mädchen aus Polen, aus dem Baltikum, mit Russinnen, mit Deutschen, die irgendwie aufgefallen waren, Menschen, die sich gewehrt hatten gegen das Regime. Das war die Rache dafür, dass mein Großvater gesagt hatte, nein, ich produziere keine Waffen. Wir arbeiteten in einer langen Kette. Granaten mussten wir herstellen für den Krieg. Ich saß ganz am Schluss der Kette von Arbeiterinnen und schob den Zünder in die Granaten und musste ihn festschrauben. Ein Mann stand neben mir, nahm die fertigen Granaten, legte sie in eine Kiste, eine nach der anderen. Draußen wartete bereits der Zug, der die Munition zu den Geschützen bringen sollte. Ab an die Front! Noch viele Monate später hatte ich Schmerzen im Handgelenk vom ständigen Schrauben. Viel reden konnten wir nicht bei der Arbeit. Die Aufseher waren ja immer um uns herum. Und selbst wenn wir hätten reden können, wir hätten uns nicht verstanden. Denn die gefangenen Mädchen und Frauen kamen aus vielen Ländern Europas. Sie waren einfach verhaftet worden, so wie ich. In ihrer Wohnung oder auf der Straße. Und sie hatten ihre fremde Sprache ins Lager mitgebracht. Die meisten verstanden kein Deutsch. Und sie konnten kein Englisch. Wie soll man da miteinander reden? Viele hundert Frauen, die schwiegen. Viele hundert Frauen, die alle gleich aussahen in ihren Arbeitskitteln. Viele hundert Frauen, die arbeiteten bis zur Erschöpfung, von morgens früh bis spät in die Nacht. Und dann kam endlich der Befehl. Abmarsch in die Baracken, Licht aus, schlafen! Aber wie sollte man schlafen, wenn noch nachts die Gespenster aus den Wänden krochen? Trillerpfeife, aufstehen, anziehen, Betten machen, aufstellen, abzählen. Los geht's wieder, an die Arbeit. Wer zu langsam ist, wird schon sehen, ob ihm das schmeckt. Es gab wenig zu essen, sehr wenig. So wenig, dass viele der gefangenen Frauen langsam verhungert sind. Dann kamen eben neue. Keine von ihnen war freiwillig hier. Man zeigte uns jeden Tag, jede Stunde, wer hier die Spielregeln bestimmte. Der Stärkere befiehlt, verstanden.
Viele unserer Bewacher sahen uns an mit dem gleichgültigen, blassen Blick, in dem kein Gefühl flackern durfte. Kalte Augen. Augen, die dir den Boden unter den Füßen wegzogen. Augen, die nur den Sieg kannten. In diesen Augen waren wir nichts wert, gar nichts. Nur das Volk zählt. Also arbeitet und schweigt. Doch der Mann, der mir die Granaten abnahm und in die Transportkisten legte, er schwieg nicht. Er flüsterte mir immer wieder ins Ohr. Das ist ja der größte Blödsinn aller Zeiten. Wir haben den Krieg doch schon verloren. Aber das sagte er nur, wenn niemand uns zuhören könnte. Sonst wären wir dran gewesen. Wegen Wehrkraftzersetzung hätte man uns böse bestraft.